Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich bin der Onkel und weiter geht's hier. Ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, wir werden jetzt einfach nur hier rausgehen, zu diesem wundervollen Artefakt gehen, da hinten, zu dieser Ruine. Und dann werden wir zurück zum Raumschiff gehen. Und wenn wir dann am Raumschiff sind, werden wir das Raumschiff reparieren und entweder wir kommen hier nochmal zurück oder eben nicht. Weil ich möchte endlich mein Raumschiff reparieren, aber irgendwie will ich auch gerade abspeichern. Wo geht das nochmal? Ach hier. Ja, da muss man abspeichern. So. Ah, ja. Sehr laut. Ich habe jetzt die ganze Zeit, merke ich jetzt gerade mal so, in welchem Part sind wir jetzt? Im 5., 6., 7., 10., keine Ahnung. Merke ich jetzt gerade mal, ich habe noch gar nicht auf den Sound gehört. Hört man mich überhaupt? Ich sehe nämlich gerade das... Na, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt ziehen wir das noch weiter durch. Ja, hallo. Ich will dich. Warte. Ja, ich hab dich gefüttert. Ja, ich bin ein Guter, ne? Ja, ich bin ein Guter. Ja. So. Ich laufe wieder falsch, oder? Ne, ich laufe dahin. Genau, ist richtig. Ich wollte ja nochmal da gucken. Handelsposten. Ach, verdammt. Versprochen, laufen wir nicht da lang. Die machen dann das. Die habe ich dann doll versprochen. Und wenn ich das versprochen habe, dann muss ich das natürlich einhalten. Scheiße. Wie soll ich denn eine Kultur, die ich nicht einhalten kann? Mann. Ja, wir müssen da schon gucken, weil Handeln ist gut, da kriegen wir ein bisschen das Inventar los. Also das ist Inventar los, aber kriegen wir so zwei, drei Sachen aus dem Inventar raus. Wenn wir die verkaufen. Mein Gott. Aber danach gehen wir definitiv dahin. Boah, mit den... Aber das ist eine Landebahn. Ich kann da hundertprozentig auch mit dem Raumschiff hinfliegen und ich laufe da überall hin. Ich voll Pfosten. Was lustig ist, dass ich ja so gar nicht da hinkomme. Oder? Moment. Doch, ich komme hin. Ja. Was ist denn dieses V1 Atlas? Genau. So, guten Tag. Was bist denn du für einer? Fenrich Guha. Mach Inventar voll. Na komm, dann tun wir das hier. Ja, gefällt mir zwar nicht, aber... So, Hallöchen. Was hat er denn? Pult um Eindringling. Ersetzen, aha. Der Krieger sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das Gebiet wohl Tradition und Ehre. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor wieder zu gehen, als die Kreatur mit meinem Multiwerkzeug auf mein Multiwerkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an, dass ich sie ihr übergeben soll. Der Krieger respektiert meine Entscheidung. Oh, geil. Stabilisiert
Eindringling. Der Krieger starrt mich an, als ob ich gleich seine Vorfahren übel beleidigen würde. Ich will gerade zurückweichen, als er sein Gesicht dreht. Er gibt ein langes, amüsantes Jaulen von sich, bevor er andeutet, dass er für weitere Konversation bereit ist. Um Oxid bitten? Um Heilung bitten. Krieger ist einfach schon zu helfen. Gesundheit auf Maximum. Ein paar Wörter können wir gerne mal noch mal lernen, oder? Eindringling, weil Kirin, der Krieger zittert erwartungsvoll, als er mich konfrontiert. Er bellt wild und zeigt dabei vergilbte Reißzähne und eine blutbeschmierte Zunge. So schnell wie die Raserei beginnt, scheint sie auch wieder zu Ende zu sein. Die Lebensform nickt ernst und deutet darauf hin, dass sie meine Bitte anhören wird. Ein neues Wort. Der Krieger ist einverstanden, mir zu helfen. Das ist sehr gut. Spule gelernt. Der Krieger sieht so aus, als könne er jeden Augenblick über seine Vorfahren jubeln. Bevor er das aber macht, gibt er zu erkennen, dass er auch bereit ist, mit mir zu reden. Um Units... Puh, klar. Der Krieger ist einverstanden zu helfen. Das sieht aus wie ein Nashorn, ne? Irgendwie. Cool, kriegen wir ein paar Units. Viking-Krieger. Eindringling. Der Krieger scheint etwas tot sehen zu wollen. Glücklicherweise bin das im Augenblick offenbar nicht ich. Ein neues Wort bitte, natürlich. Einverstanden zu helfen. Fallend gelernt, okay. Der Krieger scheint weniger aggressiv zu sein, als ich erwartet habe. Seine Lippen ziehen sich sanft über seine Zähne nach oben, während er meinen Duft riecht. Was? Jaiksa, 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 Ovala Krieger. Er muss dann zu helfen. Ich würde auch gerne noch einmal ein Wort lernen. Ich würde die gerne komplett verstehen. Das wäre das Geile. Das wäre echt cool. Krieger, Eindringling. Das Nackenfell des Kriegers sträubt sich und er beginnt sich in den Armen meiner Bitte zu schütteln. Ich bemerke, dass seine Ahnen möglicherweise beleidigt sein werden, wenn ich zu weit gehe. Ich will aber einfach nur ein neues Wort. Isotop. Warum lerne ich immer so einen Scheiß, ey? Okay, ich habe keine Kohlenhydrate mehr. Kohlenhydrate. Was haben wir denn hier? Außenposten interagieren. Das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Ein Reisemeilenstein schon erreicht. Reicht. Bekannt. Aliens getroffen. 2. Ach, das ist schon wieder ein anderer Alien? Ach so. Verwirrt. Worte gelernt. 10. So, was haben wir denn hier? Außenposten. Willkommen in der Vorratsmatrix des galaktischen Marktes. Terminal Startsequenz. Login initialisiert. Nutzer Admin geht's hier ungefähr statt. Erkunden zu Fuß, bla 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 bla. Ja, da ist doch was ich will. So, ich möchte zum Beispiel. Guck mal hier das. Auf Wiedersehen. Das möchte ich nicht verkaufen. Das möchte ich vielleicht noch. Galaxiedurchschnitt, was? Glücksbringer Amulett, was? Kaufe 1 für. Ja, tschüss. Eisen. Emeril. So, was hat er Gegenstände vom galaktischen Handelsnetzwerk kaufen? Schildsplitter, Energieriegel, Energiekanister, instabiles Plasma.
Suspensionsflüssigkeit, mikrodichtes Gewebe. Was ist denn das? Nicht reaktive und druckbeständige Flüssigkeit. Unverzichtbar für das Herstellen von Raumschiff- und Exoanzugtechnologien. 19.777. Wassersphäre. Ein extrem wertvolle Kuriosität, die manchmal in den Meeren. Achso, das ist einfach nur ein Handelsgut. Das würde mich hier interessieren. Aber gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Dankeschön. Das ist doch schön, dass das sich stabilisiert. So kann man denn jetzt hier einfach hingehen und. Naja, haben wir einen Überbrückungschip. Ach, jetzt haben wir wieder dieses Amulett. Energiekanister ist da. Moment, lieber Handelsposten, ich komme gleich und dann handeln wir noch mal eine Runde. Ein Raumschiff. Wehrpflicht der Höhe. Ah, wehrpflichtiger Hulton. Ach so, wir reden jetzt. Der ist ja hässlich. Eindringling. Der Krieger gibt ein zustimmendes Bellen von sich, um zu zeigen, dass er mit mir handeln will. Er bereitet seine Fracht für eine Besichtigung vor. Oh, wir können das Raumschiff sogar kaufen. Gegenstände verkaufen. Gegenstände. Oh, wir können ja mal Gegenstände erstmal an die Lebensform verkaufen. Wie viel kriege ich denn hier für dieses Amulett? Oh, tschüss. Was hat denn er zu kaufen? Schildspinner. Nicht das. Oh, hier. Das ist wieder was Neues. Hier grüne Sünd. Chlorum. Eine Legierung. Mhm. Interessant. Ein Angebot fürs Raumschiff. Ne, das brauche ich nicht. Das möchte ich nicht. Könnte ich hier eigentlich auch das Raumschiff kaufen. Super. Okay, wir haben die Sachen jetzt los. Oh, was haben wir jetzt wieder? Reisemeilenstein, oder? Neues Geschäft. Aha. Wir werden jetzt natürlich wieder hier. So. Und jetzt laufen wir den versprochenen Weg. Ja, man muss ja alles hier mal mitmachen. Und handeln gehört natürlich auch dazu. Nicht? Und jetzt gehen wir wirklich auf den Weg, unser Raumschiff zu reparieren. Das ist ja Wahnsinn. Nicht? Oh. Das Lustige ist echt, dass wir noch so viele Lebensformen noch entdecken können. Wir haben gerade mal einen Bruchteil davon entdeckt hier. Das ist natürlich sehr. Oh, unbedingt wollte ich ihn gar nicht. Die haben wir noch entdeckt. Das Lustige ist jetzt, dass wir jetzt hier diese. Alter. Und überall noch Units dazu. Einträge. Ja, aber wieder ein paar Units erhalten. Für die wir dann natürlich bei Händlern kaufen können.
Und ich freue mich schon riesig, mit dem Raumschiff loszufliegen. Oh, was haben wir denn da schon wieder? Wow. Ey, ist das nicht ein Portal? So ein Portal. Ne? Hm. Witzig. Wie Prozent des Planeten haben wir ab? 42%. Aha. Steht also noch ein paar Tierchen. Und diese Gänge hier. Gänge. Diese Ortschaften. Zum Beispiel da drüben schon wieder eins ist. Aber das ist mir jetzt egal. Wir haben gesagt, wir laufen da jetzt hin. Zack. So. Schon wieder ein Reisemeilenstein erreicht. Wanderer, Mann. Und ich glaube, wir kommen bei dem Artefakt oder bei der Ruine bestimmt wieder zu einem Wort. Sehr interessant, also echt. Wir lernen hier eine Sprache. Und irgendwann können wir uns vielleicht mit denen ordentlich unterhalten. Und wissen dann vielleicht auch, was die von mir wollen. Vielleicht ist das ja auch mit der Erde, ist das vielleicht mit den die Typen vielleicht in der Galaxis verbunden, vielleicht sogar? Oder ist das so eine allgemeine Sprache, die da sprechen? Die man halt jetzt eben lernt. Oh, erschöpft. Wow. Cool. Jetzt trotzdem mal gucken, oh. Dass wir das mal noch aufladen. Technologie aufgeladen. Wow, das ist so. Hallo Ruine. Hallo Ruine, wie geht es dir? Lalalalalalala. Oh, hier lernen wir wieder eine Sprache. Ein Wort. Taut. Mhm. Warum kann ich hier nicht schießen? Gut, hier oben ist nichts. Okay. Sehr schön. Ach, hier ist noch. Ja, guck mal, da kann man noch was lernen da. Hupsala. Kann man noch was lernen da. Wissensstein. Waffe. Na, das ist doch ein interessantes Wort. Das ist doch mal ein interessantes Wort. Was haben wir denn hier? Tributo.
Die Erinnerungen eines längst vergangenen Stammes von Wagenkrieger fließt aus der Steinmarkierung. Sie formen sich zu einer geisterhaften Essenz, die mich mit Weisheit erfüllt. Das Buch des Hörg erzählt vom Aufstieg des Reisenden. Sie sollen aufsteigen und die grenzenlose Leere erkunden. Die Wikin sollen ihren Aufstieg nicht stören, denn die Reisenden müssen obsiegen. Sie verfügt es, das Buch des Hörg. Es so verfügt es. Um Hilfe bei der Sprache bitten. Ja, sicherlich. Mein Wissen über die Weckerin wächst. Units, klar, das ist interessant, weil Units, ne, ist ein Hammerwort. Super Wort. Gefällt mir auch. Ein super Wort. So. Reisemeilenstein erreicht. Undeutlich. Oh, jetzt geht's Richtung Raumschiff. Ja, die ganze Zeit Schatten von den Fliegedingern. Aber die krieg ich nicht gescannt. Das ist scheiße. Raumschiff so nah. Besten nicht drüber nachdenken. Einfach hinlaufen. Bist du? Hab ich dich schon mal gesehen? Kleinkind, Primus, Schei. Pflanzenfresser. Ja. Hier, diese scheiß Vögel da. Wie kann ich die denn jetzt scannen, das Drecksviehzeug? Die müssen doch aber auch mal landen irgendwo. Ich gebe das auf. Also jetzt einmal schön um die Insel gelaufen. Ja, um die Insel. Natürlich, um die Insel. Natürlich. Na komm, lauf! Ach, der ist immer wieder kaputt. Der ist immer wieder kaputt. Entschuldigung. Ah, das krieg ich jetzt. Ich komme da gar nicht nach. Wie lange man da nachrennen muss. Nee, das geht nicht hin. Die zu scannen. Jo, da war der Jetpack alle. Lebenserhaltungssystemenergie. Scheint es schon gewesen zu sein. Oder? Aber auf jeden Fall können wir ja mal wieder ein bisschen Giftschutz aufladen. Hier war es noch nicht. Das kannst du mal vergessen.
wieder eine Landebahn oder sowas. Aber es gibt jetzt bis jetzt nur sehr wenige Wörter, die wir gelernt haben, die wirklich Sinn ergeben oder die wirklich in den Satz reinpassen. Ach doch, aua. Doch, hier waren wir schon. Ich glaube, das war doch das, was ich vor uns abgebaut habe, oder? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nie überhaupt nicht sicher. Bin ich mir nicht. Und das? Boah, ist das nervig, das ist immer. Ja, da haben wir nicht gedeckt. Das ist einfach nur ein scheiß grünes Licht. Hallo? Hallo Sie, aber das ist irgendwie alles. Alles gleich aufgebaut, würde ich sagen. Oh, denn jetzt neue Technologie entdeckt. Drücken Sie Inventar und zum Blitzwerfermagazin. Mikrodichtes Gewebe. Könnte man herstellen, was will. Ansehen. Ja, was ist denn das jetzt für ein Vieh gewesen? Wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. Was? Was? 1, 2, 6, 24. Keinen Dunst. Ich mach mal das. Kein Signal gefunden. Na, kommt das jetzt nochmal? Okay, kommt das nochmal? Scheiße, ich hab keine Ahnung. In solchen Rätseln bin ich immer sehr, sehr schlecht. Kann man nicht nochmal? Unfair. Dann hätte ich mal näher rufen. Fragen sollen. Warum will ich sehen? Oh, da war einer. Okay. Besondere Beziehung. Aha, Eindringling. Units. Der Krieger ist für eine Sekunde still und blickt mich dann verschwörerisch an. Er schaut hinter sich, um zu sehen, was seine Kollegen machen und schaltet dann die Sicherheitssysteme aus. Zu seinen Füßen öffnet der Krieger ein Handelsfach, das voll mit Multiwerkzeug-Upgrades zu sein scheint. Er deutet an, die gegen die Inhalte meines Inventars tauschen zu wollen. Der Krieger seufzt und schlägt das Handelsfach zu. Scheinbar können Units von den Behörden zurückverfolgt werden. Ach so. Ja, sorry. Ich habe einen Nummer nicht zum Angeln, nicht arm. Oh, was haben wir denn hier? Okay, vergleichen.
neues Multi-Werkzeug. Klar, nehme ich eine neue Waffe, oder? Ist das jetzt besser? Aber guck mal, wie wir den hier schon gemacht haben. Das hat 7 Plätze. Wir sollten aber erstmal in unser Multi-Werkzeug gehen. Warte mal, gibt's das da auch? Ein Scanner. Ja, klar. Sau cool. Multi-Werkzeug. Jetzt haben wir diesen. Und zwar haben wir jetzt diesen Dings nicht. Den. Technologie installiert. Verstärkter. Kampfverstärkter Tau. Erhöht die Laserschaden durch Bergbaustrahl im Kampf zusätzlich. Okay, was können wir denn noch machen? Strahlenfokus, Bergbau, schneller Bergbau, blablabla. Bergbau, was? Strahlen? Bergbaulaser wird verstärkt, zur Störung des Terrains zu beschleunigen. Funktioniert automatisch. Könnt ihr jetzt natürlich den Blitzwerfer wieder nehmen. Machen wir auch. Und wir könnten dann den Blitzwerfer. Wenn wir natürlich Zink hätten. Machen wir dann, wenn wir Zink haben. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir wieder so ein. Willkommen in der Vorratsmatrix. Gegenstände im Inventar verkaufen. Nee. Vielleicht hat der ja, was wir brauchen. Und zwar brauchen wir Zink. Da. Ja, wie viel brauchen wir? Was ist das? Radnox. Kostbares Element, sehr selten. Mysteriöse und wertvolle chemische Ressource. Moment, ich würde gerne mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt hier die nachlade. Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Oder lieber 6 von 10. Wir brauchen ein bisschen Zink, mein Freund. 6 von 10. Oh, ja. 6 von 10. 7, 8, 9. 10. Und jetzt können wir da Nachladezeit. Das ist gut. Sehr gut. So. Und jetzt sind wir schon wieder über der Zeit. Ich mache hier nur noch Überlenkparts, meine lieben Freunde. Das ist eigentlich nicht so gewollt. Ich würde mir da hinten mal noch das Raumschiff angucken. Was irgendwie jetzt weg ist. Shit, das stand so ein geiles Raumschiff. Schade, weggeflogen, vor der Nase. Naja. So lang haben wir es jetzt auch nicht mehr zum Raumschiff. Wollte ich gerade nicht weiß, in welche Richtung da.
Jetzt haben wir das Toxic-Gedöns schon wieder aufgeladen. Gucken wir mal hier rein. Ach, Leute. Ich merke bei diesem Spiel einfach nicht, wann so ein Part zu Ende ist. Ich würde halt auch gern speichern, wenn es möglich wäre. Was? Oder ist das wieder das, wo ich vor uns... Nee. Bilder von zerschmetterten Wächtern werden wie Trophäen auf dem Bildschirm des Terminals angezeigt. Der ehemalige Aufseher des Observatoriums scheint einen Hang zur Jagd auf diese Maschinen gehabt zu haben. Seine Zeit wäre wohl besser genutzt gewesen, wenn er eingehende Signale wie das, das auf dem Monitor vor mir leuchtet, überwacht hätte. Wenn es mir gelingt, den richtigen Zugangscode einzugeben, könnte ich seine Herkunft bestimmen. 4634. Ja, das ist wieder das. Okay, 4463, oder? Observatorium beginnt lebhaft zu brummen, als der Standort einer neuen Welt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wundervoll. Nun gut, aber jetzt haben wir immer noch keinen Speicherpunkt. Möchte mir keinen Speicherpunkt geben, mir egal. Ich werde jetzt erstmal zu. Was ist denn jetzt wieder? Keine Ahnung. Ich werde das bei Richtung Raumschiff gehen. Ach nein! Liebe Freunde, wir gehen natürlich im nächsten Part Richtung Heimat. Schon wieder viel zu lang. Da würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und ja, wir haben es bald geschafft. Wir sind bald zurück beim Raumschiff, um das zu reparieren. Noch 6:26. Da fliegen wir dann dorthin, wenn das funktioniert. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis denn. Tschüss.